Okay, let's go. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Auswanderer. Hallöchen, Leute. Moin. Moin. Die Sonne scheint. Oh. Ja. Schön. Schön. Ja. Gut, was machen wir denn heute? Ich hab vollgeladen, ich würde das verkaufen fahren jetzt. Jo, gut. Ich habe hinten noch gepflügt. Hier müsste man noch Pflanzenschutz drauf machen, glaube ich. Ah, ne, ist schon. Das ist schon. Ja, dann müssen wir mal nach den Küchen mal gucken, ne? Mhm. Ja, nur die Kühe brauchen noch was. Ja. Gut. Dann mache ich das. Jo. Und ich mach Feierabend, gut. Ja, du kannst ja hier ein paar Bäume umklippeln noch. Okay, ja, mach ich. Warte mal, macht das Sinn? Ohne Anhänger. Nicht viel. Nicht viel. Hier auf die Pritsche. Weil da so viel drauf geht, ne? Ja. Haben wir keinen anderen Anhänger? Nee. Einen Ladewagen haben wir noch. Kriegen wir da keine Stämme rein? Oh, das könnten wir machen. Eine Ladewagen. Ah, ich hol mal den Ladewagen. Achso, okay. Ja. Genau. Gut, ich fahr das mal verkaufen. Tschö. Tschüss. Wo steht denn überhaupt der Ladewagen? Ist so groß ist es hier doch gar nicht, dass der Ladewagen verschwunden ist. Was haben wir hier denn, Flug? Eigentlich müssten die Kühe versorgt werden. Aber die haben noch Futter, die haben noch Silage. Ne, Mischration haben sie sogar. Ah, hier, gefunden. Kann sie ja auch mal verfahren, ne? So. Jo. Du, Schnipsel gleich rein. Oh. Das funktioniert irgendwie noch nicht. Dann mache ich immer noch ein paar Baumstümpfe weg, glaube ich. Was ist denn jetzt los?
alles schön sauber machen hier. Es wäre gut, wenn der Sitz sich drehen würde, ey, aber nee. Fendt halt. Wie immer irgendwelche Baumstümpfe. Auch nicht. Dann mähen wir ein bisschen. Mulch mal ein bisschen das Gras. In Ordnung machen hier. Ja, vor allem, Leo? Ja? Wollen wir nicht eigentlich mal die Baufirma beauftragen wegen dem Haus? Das geht ja nicht, dass wir hier die ganze Zeit nur im Zelt schlafen. Ja. Aber wann ist die Frage? Ich würde jetzt einfach dann... Kannst du ja mal anrufen. Bisschen Angebote reinholen und dann schauen wir. Ja. Und? Lüftet? Ja, klar. Leo ruft gleich mal die Baufirma an und holt ein paar Angebote rein. Für ein Haus. Weil ich habe keinen Bock mehr hier dauernd im Zelt. So. Schön das Gras gestutzt. Waren denn die Kühe? Wir haben gerade keinen Anhänger. Außer du machst es mit dem IT-Runner. Kann ich machen, was brauchen die denn noch? Heu und Silage, glaube ich. Gut, dann packe ich bei denen was rein. Hä, wo hat denn der den Baum jetzt weggenommen? Ich glaube, da bist du schon rüber. Ah. Okay. Oh, da steht die Mulde. Ja, was ist los? Kannst du mal gerade mit dem Bulldog rüberkommen? Warum? Silage laden. Hä? Silage laden. Ah, ja. Für... Achso, ja. Mischfutter machen. Ich glaube, Mischfutter ist eigentlich noch drin. Ups. Oder nicht? Silage ist auch drin, das ist voll. Silage ist voll. Jo, fehlt nur noch Gras. Für was soll ich denn dann Silage laden, du Held? Weiß schon nicht. Stelle ich den hier mal ab. Ey, Alter, hast du mich jetzt erschreckt, ey. Was ist denn jetzt los?
Oh. Ah. Leo muss ein bisschen aufpassen hier. Hat er daneben geworfen? Ja. Oh, das war knapp. Ah. Ey, mach mal den hier mal, glaube ich, nicht so voll. Ich weiß nicht, wie das sonst ist mit dem Ausladen. Na, da passt. Der hat ein Laufwerk unten drin. Ja, dann mach noch einen rein. So, ja, Was denn? Oh, hinten. Hoffentlich sind die Stämmchen nicht zu dick. Jo, das ruckelt sich schon fest. Oha. Wir sind runter. Jo, wird er da noch was? Mein Gott, wenn man nicht alles selber macht, ne? Ich glaube, der saß in so einem Ding noch nie drin. Gut möglich. Oh. Dad. Mensch. Jetzt ist er weggefahren. Warum holt er es sich denn nicht? Ach, jetzt ist er runtergefallen. Ich dachte, er bleibt oben liegen. Warum fällt denn der immer runter? Ach Mensch, Udo. Ja. Hast du mir den Bauer, das Stämmchen aus der Hand geschlagen? Sorry. Ist so arbeitswütig, der Typ. Gibt's gar nicht. Hab ich gehört. Ja, gut so. Gut, passt. So, dann fahren wir den weg. Jo, mach ich. Oh, hast schon angemacht, Tobi. Ja. Bis später. Jo. Bisschen Geld verdienen hier. Weiß gar nicht, was uns das ganze Hölzchen da bringt. Eigentlich wäre es natürlich besser, wenn man längere Stämme hätten. Aber ist halt nicht immer drin. Warte mal, was ist denn, wenn ich das in den Hacker reinlade? Du! Was ist denn, wenn wir das in den Hacker reinmachen? Kriegt man da mehr Geld raus? Weiß nicht, können wir mal ausprobieren. Vielleicht passt die Ladehöhe.
Warte, ich mach gleich mal Allrad an, vielleicht geht's dann. Arme Ladewagen. So? Ja, Mama. War langsam. Ja, was heißt denn hier langsam? Kommt was? Nö. Ich hab doch gesagt, vielleicht geht es nicht. Ah, kipp hier vorne ab. Geh weg. Mach die Hydraulik vom Hänger komplett hoch. Hä? So meinst du? Ja, kipp hoch. Kannst du Reifen wechseln? Ja. Alle, ich drück mal. Was willst du denn da drücken? Die Dinger halten ja auf, die gehen ja nicht mehr weg. Ich muss so ausladen. Ah, oh, meine Fresse, ey. Ich frage extra nach. Ja, das geht schon. Ja, ich bin kein Händler, du. Aber dann könnten wir es auch vorne beim Ding ausladen. Beim Häcksler. Ich weiß nicht, ob der mehr Geld bringt. Na, warte mal. Weißt du, wenn wir einfach so machen? Ja, oder so. Gut, ich fahr mal zur Post, ne? Jo, Mama. Waren wir schon lange nicht mehr. So. 11.000 haben wir gekriegt. Gut, liebe Leute, das war's dann auch von der heutigen Folge. Die Auswanderer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt mal gleich gucken, ob wir vielleicht nochmal einen Anhänger voll verkaufen können. Und ja, dann schaut am Samstag wieder rein, da gibt es die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.